minuto. Herzlich willkommen, Herr Minister Roman Schneider oder Freund Rom, Herr Tilans Rupp, Kommissar Rosbohr oder Freund Rupp, liebe Kolleginnen aus der Chambre, Kolleginnen und Kollegen aus der Chambre, Schaffere der Gemeinde, dass die Möglichkeit mehr aufmacht, die Wurz zu begrüßen, Vertreter von der Ravalaf, zu Scharel und Marco oder Herr Scharel und den Herr Richards Marco, wie ich mir noch lange mache, zu duzen. Ich kenne das schon so gut, noch so lange, in verschiedenen Umständen, als gesehen, ob Schaden geduldet hat. Und ich auch nicht vergessen, als Vertreter von den regionalen und nationalen Verwaltungen zu begrüßen, ich auch von der Gemeinde Wolz, als Kürzenkönigin, die ich nur gesehen zu begrüßen, Vertreter von den Betrieben, die an diesem Projekt matt geschafft haben, die Sportler, die Sportler, die Vermarkter vom FC Wolz in Asien-Russig. Sport, also am Verein am schönsten. Ich denke, du kannst alle Menschen mit zustimmen. Die Regelmäßig Sport nicht, die bei Meisterschaften macht nicht, die braucht ein Sportgeschehen. Die braucht einen Verein, der dich fördert, unterstützt, aber ihn zusammen können. Die braucht einen Ort, der für den Sport förderlich Infrastruktur ergeht. Die braucht einen Platz für die Trainingsmalen und für Meisterschaften. Als regionale Hauptstadt, du wolltest, du mit Ambition für alle Nachwohner aus der Gemeinde, auch aus der Umgegend, optimale Infrastrukturen, an alle wichtig öffentlich Dienstleistungen können wir uns wieder. Dieser neue Sportskomplex heißt für eigentlich fast genau mit dieser strategischen Ausrichtung. Der Wälzer Volksballclub ist der größte Verein in unserer Gemeinde. Ganz allgemein ist, glaube ich, die als Lokalsportvereine machen extrem wichtig für die Entwicklung unserer Gesellschaft. Sie spielen eine ganz wichtige Rolle an der Integration für neue Mitbürger, egal von wie weit sie bei uns kommen. Und sie sind demnach auch maßgeblich im Zusammenhalt von unserer Gesellschaft und der Gemeinde beteiligt. Es ist froh, dass euch Sportvereine ein ganz besonders auf dieser Platz der Fußball sich so intensiv um den Nachwuchs kümmern. Weil es extrem wichtig für euch Schulen, ein attraktives Opfer und Freizeitaktivitäten zu bieten. Sport auf allen Niveaus als eine optimale Möglichkeit für unsere Kinder, gesund und fit zu halten. Und ein bisschen noch die Möglichkeit, für sich neue Freunde zu machen und zu sichern. Und es ist auch froh, dass die Gemeinde rot, mein Chef rot, bewegangen ist und sich 75.000 Euro an den Budget geschrieben hat, für die Vereine, sportliche Vereine zu unterstützen, immer um wie von den Lizenzen, die durch den jeweiligen Club hat, respektive auch Trainerin in gewissen Ausbildungen holen, für denen noch zu helfen, dass auch die Dualei können mal erstellen. Der Fußball hat heute schon eine lange Geschichte und Tradition und trotz einer solchen neuen Trendsportarten ist dieser Sport so populär wie je. Es brauche ich kein Spezialist zu sein, für natürlich dieser D-Stadt zu sehen. Weil dieser Sport kommt schon immer Großteile von der Population begeistern. Wie für einen guten Abend einen Sportverein zu machen, brauche ich engagiert Leute, die bereit sind, sich am Benevolat drin zu kümmern. Und dynamisch Jungleute, die sich mit ihrer ganzen Energie an ihrem Sport entfallen und investieren. Dafür ein großes Merci. Und am besten optimale Infrastrukturen für zu schaffen, das hat uns sowohl in den letzten Jahren sicherlich gefehlt. Und mit der Erweiterung von Markt fängt eine neue Ära für den Fußball hier in der Gemeinde an. Bauschäßerten und Turner werden vollständig gesagt, die haben die Halde an, sind sich doch schon viel gefreut, was das geht, weil das geht ein Trainingssaal für Turner und daneben ist dann auch eine Infrastruktur. Der Bauschäßerten muss ich noch wissen, dass ein Freier Agility Club, wo der Pihaias mit den Adopter der Vollmühlen, auch von der Fahrer nach da kommen, sodass wir verschiedene Projekte, die wir hatten, die letzte Zeit, Zugang gesehen und noch die, nur ein Platz von für eine gewisse Zeit können zu bestehen. Doch freue ich mich besonders, ob dabei ein vom neuen Wirtser Fußballzentrum heute zu wegwischen. Wie nett hat gedacht, auf wegwischen bin ich zu kommen. Verschiedene Leute fehlen aus der Gates. Naja, wenn die Stadt gesucht hat, wir gehen auf wegwischen, okay, die Stimme wäre fort gewesen. Das können wir sicher sein. Das neue Anlage wird der Fußball in unserer Gemeinde und auch an der Region sicherlich nach mehr aufnehmen müssen. Nur lange Vorbereitungen und so manchen Anstrengungen geht es einem Traum wirklich geht. Wie schon unter den ersten Blick gesagt, als neue Anlage super modern und komplett. Die drei Spielfelder, Tribünen, wie die U-Grenzen und Heimen stehen, die Lust nicht für den Wunsch offen. Boah, das ist alles gerade richtig geladen, richtig geworden. Wir steigen den Minister wird nach Tobago.
Herr Sportminister, Gewinnwunsch an den FC Wolfsheim 70 und die letzten Jahre geholfen, diesen ambitionierten Projekt an unserer Gemeinde weiterzuhelfen. Merci Herr Minister Schneider, merci Herr Tillens oder einfach so, merci Romero. Leider hat jetzt zwei, die nur den neben Fußball gespielt haben, nicht die Chance, auf Sänger Schöner aneinander zu spielen. Wir WWs, die lachen auf der Lenkerei. Und als Minister hast du aber maßgeblich um Gelingen von diesem Projekt bedient. Und nun die Ehrhölle, für das nicht möglich gewesen, dann hast du meiner Meinung nach einen großen Applaus wert. Wie beim Sport, wo der Erfolg vom ganzen Team aufhängt, kann durch diese Bauprojekte nicht mehr erfolgreich aufgeschlossen gehen, weil sie alle als Team an eine Richtung gespielt haben, von der Planung bis zum Aufschluss. Auch an als Gemengepersonal, an die externen Unternehmen, mit denen wir zusammen geschafft haben, ein großes Merci. Und ihr ehrlich, die ganze Fußballzentrum noch nicht durchstehen. Durch die gute Zusammenarbeit vom Ministerium der Gemeinde waren menschlich die beträchtlichen Finanzmittel für dieses Projekt wichtige Projekte zu stemmen. An alle Euro, die zur Förderung ausgegelt, für den Sport ausgegelt, als meiner Meinung gut umgelaufen. Sport trägt zur Gesundheit bei, zu der Zufriedenheit von Belegt. Sport als ein Mittel, aus der Freizeit mitzumachen. Auch Sport hilft diesen Jugendlichen für alle ein Ziel und eine Richtung am Leben zu finden. Ich wünsche allen, die dieses neue Fußballzentrum nutzen werden, viel Spaß beim Erfolg, auf viel Erfolg bei ihren Zielen. Merci.